Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer perfekten Kolonie. Ja, direkt zu Beginn die Info. Ich habe nach dem letzten Video noch ein bisschen weitergemacht. Das sieht man hier nur ein bisschen. Also, die Leitern sind fertig, es ist noch nicht ausgegraben. Ich habe allerdings auch die Prio von dem hier auf 4 runtergestellt gehabt. Erst zum Ende hin, als ich mit dem Rest aufgehört habe, habe ich es auf 5 gestellt. Aber ich kann euch zum einen hier zeigen, dass ich das fertig gemacht habe, dass das Graben hier außer dieses komische Neutronium, was wir da haben, ist das soweit fertig. Wir haben hier die Flüssigkeit. Da könnten wir mal testen, ob, ja doch, da sind tatsächlich ein paar Stellen, wo wir was aufwischen können. Schauen wir mal, ob das, wie viel wir insgesamt von dem Wasser hier aufgewischt bekommen. Das sind jetzt auf der obersten Ebene 504 Kilogramm. Schauen wir mal, wie viel das danach noch ist. So, dann habe ich hier, ne, man sieht schon, ein bisschen was gemacht. Wir hatten kaum noch, wir hatten kaum noch Stahl, aber ich wollte nicht hier noch mehr öffnen. Hab's dann versehentlich doch gemacht. Also das müssten wir jetzt eigentlich hier mal irgendwie abschließen. Und dafür muss ich gerade noch mal eben schauen. Das wäre die Position. Also 3 Stück freilassen. Das wäre da, dort die Wand hin. Dann müsste hier die Leiter entstehen und daneben eigentlich. Ja, müssen wir hier Bunkerziegel haben oder bauen wir hier direkt isolierte Ziegel? Also wir müssen hier unten drunter sowieso noch isolierte Ziegel bauen. Erstmal lasse ich es schneller laufen. Und ja, wie wahrscheinlich ist das? Hier oben können wir vielleicht eher. Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Da müssten wir hier vielleicht nochmal mit Bunkerziegeln arbeiten. Aber hier an dieser Wand ist das Quatsch. Da können wir definitiv mit isolierten Ziegeln arbeiten. Und dann hätten wir dann nämlich den Bereich schon abgeschlossen voraus. Also so zumindest halbwegs. Wenn wir hier eine Tür reinsetzen. So. Ja, also wie gesagt, das ist fertig und vor allen Dingen, ich habe hier auch das ganze Regolith und so weiter alles ausgegraben. Also ich war durchaus ein bisschen fleißig nach dem letzten Video, damit ihr euch dieses langweilige Graben dann nicht noch länger anschauen müsst. Hier oben, oh, da ist eine Leiter geschmolzen, sehe ich gerade. Deswegen kommt jetzt hier niemand mehr her. Das Ganze kann nicht fertig gebaut werden. Und. Hier brauchen wir einen Flaschenentleerer. Und den brauchen wir eigentlich auch dort. Weshalb wir dann die Leiter nach da verlegen. Ist ein bisschen sinnvoller, würde ich sagen. So. Und dann bauen wir hier eine Leiter darunter entlang, damit die Leitung hier dann auch später gebaut werden kann. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Ich glaube, unsere Rakete ist schon wieder vollgetankt. Ja, ist sie. Okay, wir warten den Meteoritensturm ab. Dann können wir die gleich auch noch starten lassen. Ja, das hier ist hinfällig, da kann sowieso keiner mehr rauf. Ansonsten werden wir noch ein bisschen weiter aufräumen und dann die Rakete gleich weiterbauen, sobald wir hier alles fertig haben. Wir haben jetzt hier bislang nur die 4 Flüssigtreibstofftanks gebaut. Dazu auch noch eine Sache. Ich hatte den Kommentar gelesen, dass nicht möglichst viel, ja, dass ich dann, wenn ich mehr Tanks baue, natürlich auch mehr Treibstoff mitbrauche, um überhaupt die Reichweite auszugleichen. Also ich hatte mir das schon ausgerechnet. Weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, was die Reichweite war, wo ich mit der Rakete hin wollte. Aber es sind dann durchaus mehrere, das soll eine Rakete werden, wo wir mit zur maximalen Entfernung reisen können. Und das ist ja durchaus weit weg, nämlich hier 180.000 oder 190.000 Kilometer sogar. Weiß jetzt gar nicht. Also deswegen dieser etwas
ja, übergroße Variante auch viele Tanks. Also das ist nicht einfach nur aus dem Motto entstanden, viel bringt viel, sondern da stand eine Überlegung dahinter. Ja, so, ja, die Stimme ist heute Morgen ein bisschen angeschlagen, das hört man bestimmt, oder? Also ich höre es zumindest. Wobei, das müssen wir so ja auch nicht machen, haben wir gelernt. Sondern es reicht ja eigentlich, wenn wir die zerlegen. Und die. Dann fällt dieses ganze Leitersystem ja raus. Ja, vielleicht lasse ich mal eine erst noch weg, bis der Rest zerlegt ist. Nicht, dass ich da jemanden drauf einfange. Wieso ist denn jetzt das Bild plötzlich so hell geworden? Sieht plötzlich ganz anders aus, oder? Geht nur mir das so? Ja, da war mein Notfallwecker, den ihr gerade noch gehört habt. Ihr wisst dann also jetzt auch, wann ich dieses Video aufnehme, nämlich morgens mal wieder vor der Arbeit. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall später mal anschauen. Das hat gerade den Eindruck gemacht, dass das Bild plötzlich viel heller wurde. So, das war die Leiter. Dann haben wir, muss ich gerade noch mal schauen, diese hier. Wo wir einmal die jetzt zerlegen können und dann können wir nämlich die restlichen hier von unten aus zerlegen. Da haben wir schon, da haben wir schon. Okay, also ich sehe schon, ich habe da in den meisten Fällen meine Hausaufgaben gemacht. Warum kommt hier so viel Wasser her? Das schmilzt hier. Ach so, das kommt wahrscheinlich von der Beschädigung, ja. Nicht von der Beschädigung, sondern von der Rakete, die hier immer wieder zurückkommt. Ach so, genau, hier hattet ihr mich ja auch noch darauf hingewiesen, dass hier die Bunkerziegel natürlich nicht isolierend sind. Das können wir dann vielleicht auch mal ändern, indem wir daraus komplett isolierte Ziegel machen, weil das müssten eigentlich auch keine Bunkerziegel sein, oder? Nee. Oh, wir können die Rakete starten. Der Sturm ist vorbei. Es war, glaube ich, der Schalter, oder? Nee. Gut. Ach Mensch. Das war der. Ja. So, dann wählen wir das Ziel aus. Wir haben diesen hier jetzt erforscht. Was haben wir da? Diamant, Abyssalit, Kohle, veredelter Kohlenstoff. Okay, also nichts Ungewöhnliches zu dem zerstörten Planet. Können wir nicht fliegen? Okay. Dann fliegen wir doch mal. Fliegen wir zu dem hier. Ja. Auf geht's. Schleim, Alge, verschmutzter Sauerstoff und was auch immer wir dann noch. Ach, ich Idiot. Hoffentlich. Warum? Genau. Die jetzt nicht gestartet. Oh. Okay. Ich habe noch eine Bunkertür mehr, die ich mit der anderen Automatisierung öffnen muss. Dann bauen wir das mal direkt um. Nämlich einmal so. Und dann müssen wir das gleich noch auftrennen. Okay,
Warum schließt sich der hier jetzt nicht? Ach so, nicht doppeln, weil deswegen. So, unsere Players Mod funktioniert wieder. Das, warum habe ich denn das? Ah ne, habe ich doch nicht. Okay. So, das war noch gerade rechtzeitig, dass wir hier keine größeren Schäden haben. Hier wird jetzt gebaut. Sehr schön. Das Regolith bitte weg. Wir können insgesamt... Da liegt nämlich auch was rum. Alles mal weg. Ein wenig Petroleum. Den bauen wir gleich wieder auf, wenn der Rest hier fertig ist. Machen die hier auch mal aus, dann kommen wir da nämlich einfacher ran. Oder überhaupt ran, besser gesagt. Direkt. Wäre jetzt so einfach, wenn du einfach das genommen hättest und da hingekippt hättest, aber nee. Wieder ein Tag. Ah, da kommt noch jemand. Das eine Element bauen, dann kann ich wenigstens die Rampe wieder einfahren. Das vergesse ich nämlich sonst und dann ist es Schrott. So, das hier ist fertig. Sehr schön. Dann kann es jetzt hier weitergehen. Und zwar mit zwei... Achso. Dafür muss die Leiter dann weg. Ja. Auch alles, was hier so links drauf liegt, einfach liegen gelassen. Das wäre mir dann doch zu viel gewesen, das auch noch alles aufzuwischen. So. Oh. Na gut, da ist ein bisschen jetzt daneben gelaufen. Das Weltall freut sich über Petroleum. Ja, so, dann haben wir das hier gleich soweit fertig. Ich denke, das verbinden wir einfach mal so. Und hier, ja, können wir dann jetzt auftrennen, verbinden, verbinden, das abbrechen. Und ab sofort sollte, müsste, genau, das Ganze hier auch gekühlt werden. Das heißt, wir können da den Minenroboter wieder hinbauen. Es kann nichts mehr passieren. Räumen das noch wieder weg. Ja. So, dann gab es noch die Frage nach dem Strom, die ich mir gestellt habe. Dafür müssten wir ja eigentlich hier nochmal einen neuen Kreislauf bauen. Zumindest hätte ich keine Alternative, wie wir das sonst machen sollen. Also klar, wir könnten da links auch nochmal
weitere, ein Starkstromkabel herleiten und weitere Kreisläufe bauen und so weiter und so fort. Aber wir können es auch einfach von hier aus dort rüberbringen. Gehen wir mal hier oben entlang. Hier ist eine potenzielle Startbahn für eine Rakete. Da sollte ich vielleicht anderes Material gleich nehmen. Und hier auch. So. Und so. Dann haben wir die Brücke. Eine hier von denen brauchen wir auch an dieser Stelle aus Wolfram. Die anderen können wir hier aus Eisen bauen. Das reicht auch. Aus Eisen. Entstellungen. Kopieren wir rüber. Also das ging jetzt tatsächlich schon, naja, zumindest der erste Teil hier recht flott. Schön, wieso überhitzt die denn schon wieder? Achso, weil das noch nicht kühl genug war, das Petroleum. Okay, stellen wir es einfach hoch, dann wird es repariert und dann sollte das Geschichte sein. So. Da kommen wir von links ran, da von rechts. Ach so. Ach Gottchen, mein Gott. Machen wir das mal so. Und jetzt habe ich auch eigentlich... Ach, das geht gar nicht. Ich muss zumindest... Ich habe die Mod zwar aktiv, ich kann jetzt auch mehrere Aufträge übereinander geben, aber ich kann nicht einen auslassen. Gut, ich könnte es so machen. Aber müssen wir eigentlich... Ja doch, wir müssen der Reihe nach graben, nämlich den und den und den. Hier könnten wir vielleicht auch einfach eine... halbe Tür einsetzen, dann können wir nämlich hier immer hoch, das beschleunigt das Ganze dann doch, obwohl wir hier eigentlich, ist egal, jetzt bauen wir eine Tür da rein. Du dahin. Ihr seht schon, es ist nicht manchmal immer alles so einfach. Manchmal muss man ein bisschen um die Ecke denken. So, das Wischen hier ist erledigt. Oh, ich glaube, wir haben damit eine ganze Menge Wasser hier aufgewischt. Kann aber auch täuschen. So, das. Diese Leitern hier müsste, obwohl das ist eigentlich Quatsch, die Leitern jetzt schon zu trennen. Weil wir hier ja noch mehr freigraben müssen. Aber ihr seht schon, das Graben hier ist jetzt auch zwischendurch einfach erledigt worden. Das geht halt super schnell, wenn man die, die Leitern zwischendrin schon fertig hat. Aber das werden wir jetzt nicht machen ohne die Bluepoints-Mod, weil die funktioniert zumindest bei mir immer noch nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sie wieder benutzen könnt. Aber bei mir führt sie immer noch zu Abstürzen. Ja, ich hoffe einfach... dass sich das schnell erledigt. Sweepy ist hier weiterhin fleißig am Wischen. Und trotzdem ist hier nicht so viel Wasser drin. Das ist ja interessant. Gut, so jetzt. Ich muss aber dringend Ende machen, sonst wird mein Tagesablauf ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich riesig freuen, wenn ihr ja auch morgen beim nächsten Uni-Video dabei seid. Welches das wird, weiß ich noch nicht genau. Ich denke... nochmal die perfekte Kolonie, ne? Hier Rakete, Zwinker, Zwinker.
Da fehlt noch ein bisschen was. Das sollten wir zumindest dann mal ein bisschen weiter fortführen. Ja, ne? Also, macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.